Was geht ab? Korrekt, dass du eingeschaltet hast hier zum heutigen Video und wir machen heute gemeinsam die Oh mein Gott Challenge. Das heißt, du da draußen und ich, wir dürfen nicht Oh mein Gott sagen. Und wenn wir es sagen, müssen wir das Video wieder von neu starten. Ich bin gespannt, ob ihr es schafft. Lasst auf jeden Fall Liebe da, indem ihr einfach ein Like da lasst und ein kostenloses Abo. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Und ja, Freunde, ganz, ganz wichtig, heute Abend um 20 Uhr bin ich wieder live. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Start seid. Und ja, jetzt bin ich wirklich raus, Freunde. Wir fangen an. Let's go. Alter, was eine geile Kettenreaktion. Sind das alles Schnäpse oder was? Den Typ möchte ich kennenlernen, der da alle gesoffen hat. Also ohne Spaß, das sind ja mehr als 100 Stück oder was? Ja, gut Prost. Gut Prost. Sagt man das? Ich habe keinen Plan. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Was ist das jetzt hier wieder geil? Das sind so Maisdinger, die kenne ich, aber die sind so ekelhaft. Kennt ihr die, Leute? Das sind doch diese Maischips oder... gar nicht meins, ey. Da muss ich absolut los. Jo, da seht ihr es da oben. Ist da oben Mais, ne? Ja, ja, safe. Mais und Zucker, glaube ich. Boah, was ist denn das Goldenes? Ist das Schokolade oder was? Oder einfach Farbe mit so, Farbpartikeln mit so goldenen? Hä, was ist das? Ich glaube, das war Farbe, oder? Also, wenn das Schokolade gewesen wäre, dann wäre ich der erste Abnehmer gewesen. Ja, hier, gib mir mal eine Tafel. Die ganzen Chinesen mit ihren selbstgemachten Süßigkeiten, oder? Das sind doch auch Süßigkeiten. Hey, Mann, ihr Chinesen. Was baut ihr euch da alles, ey? Was ist denn das jetzt? Oder ist das Seife? Ich habe keinen Plan. Also oft sehen wir in diesen Videos irgendwelche Sachen, wo ich die noch nie gesehen habe, Leute. Salat jetzt hier. Boah, geil, Alter. Der könnte auf jeden Fall auch bei den schnellsten Arbeitern der Welt mitmachen. Guckt euch das mal an, wie schnell er das gemacht hat. Hier, was machen die jetzt hier wieder? Ah, das war Satan, glaube ich. Oder Satan? Satan? Ihr wisst, was ich meine. Oh, irgendwelche Kekse jetzt hier. Oh, einfach mal Rollrasen. Oh, Kinderarbeit. Huch, nee, Spaß beiseite. Wollen wir einfach nur hoffen, dass die da mal mitgeholfen haben. Alter, das sah echt aus wie, naja. Wir machen mal weiter. Was macht er jetzt hier? Bei Ebbe und Flut ist das, glaube ich, ne? Ja. Ach, er holt da irgendwas. Er hat irgendwas da, irgendwie abgebaut. Ich habe keinen Plan. Oder irgendwas gesucht. Ich weiß nicht genau. Sagt bloß nicht, dass ich lost bin in den Kommentaren, Freunde. Weil manche Sachen weiß ich auch einfach nicht. Ich bin nicht allwissend, Leute. Aber ihr könnt mir ja ganz gerne in die Kommentare helfen und es reinschreiben, wenn ich mal frage, was ist so, ne? Er macht hier einfach seine Arbeit, aber sehr gut, ey. Auch mega einfach nur mit so einem Ding, ohne irgendwelche Löcher und so. Und alles perfekt gleich. Mega gut. Was macht sie jetzt hier mit den Lippen? Also eine Künstlerin. Sieht auch geil aus. Sieht auch schon so ein bisschen 3D-mäßig aus, als ob uns die Lippen so ein bisschen entgegenkommen, ne? Ja. Aber bis jetzt habe ich das böse Wort noch nicht einmal gesagt, Freunde. Also heute schaffe ich es, glaube ich, auch. Wo sind die Eier hin? Hä? Ah, ach so. Der färbt die Eier nur damit, beziehungsweise... Was ist das? Das sieht aus wie Zement, als ob er die Eier so zementieren würde. Aber da sieht man es jetzt. Das ist irgendwie so eine harte Schale. Was ist mit dem Ei? War das so ein ganz altes Ei? Also sind das so Eier, die gereift werden, Leute? Das sah ja absolut eklig aus. Und was macht er mit dem Lippenstift, ey? Wahrscheinlich der Lippenstift von seiner Freundin, der 80 Euro kostet oder keine Ahnung, was sowas kostet und macht ihn einfach kaputt. Das sieht aus wie irgendwelche Orangen, die aus einer Maschine kommen. Kein Plan, was das jetzt hier wieder ist. I don't know. Was ist denn das? Sieht aus wie so ein Crepe, ne? Ja, das ist doch Crepe, oder? Aber nee, das ist zu dünn und irgendwie so durch... Und irgendwie so... Das ist doch Crepe. Oder so eine Art Crepe ist das, Leute. Aber irgendwie so voll wässrig und voll fettig sieht das aus. Hä, da bin ich jetzt mal gespannt, was er da gleich rauszaubert. Mit Gewürzen ganz viel, okay. Aber ich würde es schon mal nicht essen, weil es sieht absolut unappetitlich aus. Sorry bei mir, aber das Auge ist mit jetzt ein bisschen grün noch. Aber nee, das sieht einfach aus wie, weiß ich auch nicht was, wie tote Haut, ey. Nee, das war gar nichts für mich, Leute, ehrlich nicht. Das ist was für mich, Schafskäse. Ich liebe Schafskäse. Ja, den Lifehack kennen wir auch schon, beziehungsweise haben wir auch schon mal so gesehen. Sieht ganz nice aus, aber da muss ich jetzt nicht das böse Wort Oh mein Gott sagen. Und nein, es zählt nicht, Freunde. Das sind immer diese Nudeltypen, ne? Ich habe bis heute nicht gerafft, was das für Nudeln sind. Ob das irgendwelche chinesischen Instant-Nudeln sind oder keine Ahnung was, ich weiß es immer noch nicht. Aber auch für viel, ne? Guck mal, die Maschine, als ob die so endlos ist, als ob da alles, ja, so viel rauskommt, wie man will. Was ist das jetzt hier? Käse auf so einem... Was ist denn das Geiles? Ach, das ist sowas wie... Okay, das ist heftig. Das sah geil aus. Sowas möchte ich auch haben jetzt hier für meinen Schreibtisch. So ein bisschen spielen, so. Okay, was macht er jetzt hier?
Macht er sich so selber Kleister? Ah, nee, das ist kein Kleister, das ist irgendwas zu essen. Ja gut, das war's komplett. Das sieht aber auch schon wieder nicht geil aus. Ih, guckt euch das mal an. Was sieht... Ach, das sind irgendwelche Nudeln selbst... Wie würzen die das denn? Also sah nicht lecker aus, oder? Also war gar nichts für mich. Das ist irgendwie so ein chinesisches Fertiggericht jetzt. Hier bin ich mal gespannt, wie das wenigstens aussieht. Was hat der da einfach reingepackt? Das Weiße, war das Glutamat oder was? Ey, diese Entschuldigung, ne, nichts gegen Chinesen, ne? Aber die immer mit ihren Konsistenzen. Wer hat einen Bock auf so eine Wabbelkonsistenz? Dass man denkt, man isst Speck oder was? Da muss ich los, ey. Ah, das ist doch Lehm, oder? Ja, das ist Lehm. Wollen wir hoffen, dass keine Drogen oder sowas sind. Aber es sind so Lehmstücke, glaube ich, ne? Ja. Ja, ja, doch, ist Lehm. Ja. Geil. Oh. Gold oder was? Ist das echtes Gold gewesen? So Goldfarbe oder was war das? Ich glaube, das sollte so symbolisieren, dass es wie echtes Gold ist, glaube ich, oder? Was machen die jetzt hier für eine Eierringe? Beziehungsweise für eine Eierkette? Also was die manchmal immer kochen, muss ich echt los. Okay, er ist so Zauberer beziehungsweise so Trickkünstler mit seinen drei... Hey, wie hat er das denn jetzt gemacht? Ah, okay, ich glaube, ich weiß. Doch, so einen Trick kenne ich. Habe ich schon mal gesehen, sowas. Okay. Ja. Okay, das ist krass. Er kann auf jeden Fall mit seinen Ringen umgehen. Was macht er jetzt hier mit seiner leeren Tüte? Ah, zieht eine Tüte raus und da ist nichts mehr drin und jetzt... Hä, wo holt er diese ganzen Tüten raus? Noch eine. Die dritte, alles klar. Hä, sogar mit Geld? Wie hat er das jetzt gemacht? An alle Zauberer da draußen, verratet mir den Trick. Oh mein Gott, das sieht krass aus. Das ist echt heftig. Das sind diese kleinen, sag mal schnell. Oh, wie heißen die? Sieht aus wie so Kaulquappen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist in so einer Glasmanufaktur. Ja. Sieht auf jeden Fall nice aus. Guck mal, da sieht man auch die verschiedenen Hitze gerade. Ist auch nice gemacht. Bin mal auf das. Oh, schade. Ich wollte gerade sagen, bin mal auf das Endergebnis gespannt. Aber das sehen wir leider nicht jetzt. Was bemalt er jetzt hier? Okay. Ein Äffchen. Okay, das sieht süß aus. Voll geil. Das sieht gut gemacht aus. Auf, ja, cool. Noch ein paar rote Bäckchen. Nicht schlecht, kann man so machen. Das ist so ein Fingernagel, den man sich dann so als Frau irgendwie aufstecken kann, glaube ich. Oder eher einfach festmachen. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Sorry. Aber sieht ganz cool aus. Wobei, ja, es sieht so cool aus, aber ich würde es mir nicht auf meine Finger machen. So, finde ich too much irgendwie für Fingernägel, oder? Es sah cool aus, aber naja. Das könnte cooler sein. Er hatte eben so ein Fake Vans oder was. Keine Ahnung, so ein Schuh. Bemalt ihn jetzt hier selber. Ja, okay, das war jetzt nicht mein Muster. Also, so ein Blumenmuster auf meinen Schuhen möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Jetzt malt er da sogar noch so Leute. Ah, ne. Es war eine coole Kunst, aber für mich wäre das nichts, Leute. Das sieht krass aus. Guck mal, wie er die Äste macht. Das ist mega geil gemacht. Krass. Läuft bei ihm. Kann man machen so. Ja. Ah, okay, aber auch wieder so ein Künstler. Aber irgendwie muss ich heute sagen, die Clips sind heute mehr so satisfying anstatt, oh mein Gott, oder Freunde, wie seht ihr es? Ich glaube, ich habe es heute noch nicht einmal gesagt. Ich gucke mir das gleich auf jeden Fall nochmal am Ende an. Aber ich glaube, ich habe eigentlich kein Leben verbrannt diesmal. Aber liegt auch einfach daran, dass die Klicks heute, beziehungsweise die Clips, heute nicht so abgefahren sind, sondern eher so satisfying, so beruhigend. Hat die Regie einen Fehler gemacht, Mensch? Ach, das sind diese Feuerzeuge von innen, glaube ich. Das hat man letztes Mal schon mal gesehen, ne? Oder? Aber wie kriegt er das da so reingemalt? Sieht schon krass aus. Ich weiß nicht, war das jetzt ein Feuerzeug? Was war das, so eine Lampe? Ich weiß nicht mehr. Das hatten wir auf jeden Fall letztes Mal schon mal. Und er ist aber so ein krasser 3D-Künstler und malt einfach jetzt hier auf seinen Unterarm drauf. Und guckt euch das mal an. Der Apfel sieht voll realistisch aus. Also echt gut gemacht, Freunde. Aber eins muss ich sagen. Ich glaube, entweder habe ich mich heute mit den Clips vertan oder die Regie. Regie, was ist hier heute los?
Halt dein Maul. Ah, okay. Ja gut, die Regie hat sich wohl vertan, Freunde. Ich glaube, ich habe es nicht einmal gesagt. Und wenn ich es gesagt habe, zählt's nach. Und schreibt es jetzt am Ende des Videos rein, Freunde. Ich hoffe einfach, es hat euch gefallen. Und ja, das war's dann auch mit dem Video. Lasst mir einfach ein Like da und ein kostenloses Abo. Und dann sehen wir uns heute Abend im Stream. Oder checkt ganz gerne die anderen Videos auf meinem Kanal aus. Und ich bin raus, Freunde. Macht's gut. Ciao.